So, jetzt mal Butter bei die Fische. Moin. So ein Garten geht nicht. Und deshalb, es hat viele Gründe, warum es so aussieht. In erster Linie lag es an der Zeit, die nicht da war und auch ein bisschen, naja, an einer Trägheit. Aber jetzt geht's los. Wir fangen mit dieser Hecke an. Die ist jetzt ungefähr 4 Meter hoch. Hier gibt es einen kleinen Teich. Ja. Mit irgendwelchen Sumpfdotterblumen, keine Ahnung, kann man jetzt nicht mehr sehen. Ja, und viele, viele wilde Bäume, eine Buche, 3 Birken, die mittlerweile so 5-6 Meter hoch sind. Ja, und dann kann man hier mal so den Eingangsbereich sehen. So, hier ist die Hecke, die kommt jetzt auf irgendwie, was weiß ich, 1,50 Meter runter, 2 Meter maximal. Aber es gibt auch eine Rose, wie man hier oben sieht. Und das ist doch wunderschön. Ja, das ist der Eingang jetzt und wir schauen mal.